is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Im neuen Jerusalem zu Hause. Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich mache. Denn hier, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude. Da ist das neue Jerusalem, die Hauptstadt der prächtigen neuen Erde, eine schöne Krone in der Hand des Herrn und ein königlicher Reif in der Hand deines Gottes. Ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht, und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Der Herr sagt, ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. In der Stadt Gottes wird es keine Nacht geben. Keiner wird sich ausruhen müssen oder wollen. Man wird nicht müde werden beim Tun des Lebens Gottes und wenn man seinen Namen lobt und preist. Wir werden ständig so frisch sein wie am Morgen. Und uns fühlen, als wären wir weit vom Abend entfernt. Und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichts der Sonne, denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten. Das Licht der Sonne wird durch einen Lichtschein ersetzt werden, der nicht schmerzhaft blendet und doch die Helligkeit unserer Mittagszeit weit übertrifft. Die Herrlichkeit Gottes und des Lammes überflutet die heilige Stadt mit nie verlöschendem Licht. Die Erlösten werden in der sonnenlosen Pracht eines ewigen Tages leben. Ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Land. Das Volk Gottes hat das Vorrecht, mit dem Vater und dem Sohn direkt Gemeinschaft zu pflegen. Wir sehen jetzt noch durch einen Spiegel ein dunkles Bild. Wir sehen das Bild Gottes als Spiegel in den Werken der Natur, in seinem Handeln mit den Menschen. Dann aber werden wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, ohne verhüllende Kleider. Wir werden vor ihm stehen und die Herrlichkeit seines Antlitzes sehen. Dort werden wir erkennen, wie auch wir erkannt worden sind. Dort wird die Liebe und Zuneigung, die Gott der Seele eingepflanzt hat, ihren besten und schönsten Ausdruck finden. Der reine Umgang mit heiligen Wesen, das harmonische Zusammenleben mit glücklichen Engeln und den Treuen aller Zeitalter, die heilige Gemeinschaft, die alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, miteinander verbindet, das alles werden wir einst The Lord is coming. Are you ready?